Ja, danke schön. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ja, wenn man sich mein Name ist Ralf Ludwig, ich bin Rechtsanwalt, ich stelle mich kurz vor vielleicht. Ich bin einer der Gründer des ZAAVV, Zentrum für Aufklärung, Aufarbeitung, juristische Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit. Gegründet worden ist dieses Zentrum an dem Tag, an dem bei Richter Detmar in Weimar eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Da haben wir gesagt, das ist so als Juristen unsere rote Linie gewesen, wo wir gesagt haben, wenn ein Richter Recht spricht und der Staat sich auf diese Art und Weise gegen eine Rechtsprechung eines Richters wehrt, ist mit Rechtsstaatlichkeit nicht mehr viel, ist es mit der Rechtsstaatlichkeit nicht mehr viel her in einem Land. Da muss man was tun. Wir erleben das jetzt immer weiter. Also wir haben mittlerweile Ernst Fraenkel, ein jüdischer Rechtsanwalt, hat in der Nazizeit ein Buch geschrieben, das heißt Der Doppelstaat. Kann ich nur empfehlen, kriegt man relativ schnell. Aber auch da sieht man den doppelten Standard, der damals gegolten hat. Die Idee dieses Doppelstandards, das kann man auch heute wieder nachvollziehen. Das heißt, es wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Ihr merkt das, wenn ihr eine Strafanzeige macht, wegen Beleidigungen, die euch passiert sind, oder wenn ihr Polizisten anzeigt, Bürgermeister anzeigt, Politiker anzeigt, wird es immer eingestellt. Und bei euch, egal wie nichtig das ist, worum es geht, wird es versucht, immer bis zum Ende zu verfolgen. Wir leben also in einer Zeit eines sogenannten Doppelstaats. Was ich jetzt noch zu den Auflagen sagen wollte, fand ich ganz gut. Also ihr dürft keine alkoholischen Getränke und kein Cannabis konsumieren. Das heißt, Kokain, Heroin, Amphetamine, Speed und so weiter scheint erlaubt zu sein. Also interessante Auflagen, die es hier gibt. Aber gut, sei es drum. Wir machen heute ein Experiment. Ich bin also hier, ich toure durch Sachsen, Thüringen und Brandenburg eigentlich mit einem Experiment. Ich möchte euch nichts erzählen, weil das, was ich weiß, weiß ich ohnehin. Ich möchte mit euch diskutieren. Und der Anfang ist eigentlich immer der gleiche. Wer die Streams gesehen hat, der kennt das mittlerweile. Wir tun einfach mal so, als würden wir in einer Demokratie leben. Und das heißt, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ja, also das, was ja mittlerweile in Deutschland nicht mehr so einfach ist, das versuchen wir jetzt mal hier umzusetzen. Also wenn ich Fragen stelle und ihr darauf antworten wollt, sagt, was ihr denkt, weil, wie gesagt, eine Demokratie hält das aus, eine Demokratie hält Meinungen aus und ein Staat, der Meinungen verbietet, egal was es für Meinungen sind, der ist keine Demokratie mehr. Weil, wie gesagt, jedenfalls ist es keine stabile Demokratie. Wenn man versucht, Meinungen zu verbieten, dann hat man Angst, davor, dass in diesem Land die Menschen eine andere Auffassung haben als die Herrschenden. Wenn es möglich ist, kommt doch ein bisschen näher ran. Am 1. September finden Wahlen statt. Ja, ich bin jetzt hier, ich toure gerade durch Sachsen. In Thüringen war ich noch nicht, ab morgen bin ich in Thüringen. Am 1.9. finden Wahlen statt und ich fahre hier an ganz vielen Wahlplakaten vorbei. Jeder, der Politiker sagt, er will das Beste für Sachsen oder er oder sie sei das Beste für Sachsen, er oder sie wolle auf jeden Fall ihre Interessen endlich mal so umsetzen, wie es schon immer sein sollte. Also jeder Politiker verspricht uns eigentlich, wenn er oder sie gewählt wird, dann wird es endlich gut, dann wird es endlich besser. Also warten wir eigentlich nur noch knapp 3 Wochen und dann leben wir im Paradies. So wird es jedenfalls versprochen. Wir tun jetzt einfach mal so. Wir sind jetzt am 1.9. um kurz vor 18 Uhr. Da sagt Herr Schönbohm von der im ARD, bevor der Trend kommt, sagt er, das sind die wichtigsten Themen, die wahlentscheidenden Themen. Diese Themen haben die Wahl entschieden. Deswegen möchte ich von euch gerne wissen, was sind die Themen, die euch hier in Sachsen im Plauen bedrücken? Was ist das, was ihr gerne geklärt haben möchtet? Warum ihr, wenn ihr wählen geht, wählen gehen wollt oder warum ihr wählen gehen würdet? Also was sind die Themen, auch wenn ihr mit euren Freunden, Bekannten sprecht, die euch bedrücken, wo ihr sagt, das muss gelöst werden? Also welches sind die für euch wichtigen politischen Themen? Import von Fachkräften. Import von ausländischen oder Fachkräften, die bewusst hier in unsere Stadt, in unser Land geholt werden, ohne sachliche Begründung, ohne ja, dazu natürlich. Okay, kann ich das als allgemeines Thema Migration zusammenfassen?
Ja. Weil Import von Fachkräften könnte auch ein anderes Thema sein, was ich auch dazu schreiben kann. Aber ich habe es jetzt in der zweiten Begründung verstanden, dass Sie sagen, Migration ist ein großes Thema. Weitere Themen. Sehr wichtig wäre für mich die Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen. Ich würde gerne das Radio mal durchgängig hören und nicht auf der runden Stunde immer mal wegschalten, weil ich dachte, das kannst du nicht mehr ertragen, was da kommt. Das heißt, was ist das konkrete, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder? Ja, genau. Einfach okay. Ich brauche nur das Thema. Ich frage nur nach, damit ich aufschreiben kann, was das Thema ist. Ja? Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, okay. Bildung bzw. Indoktrination unserer Kinder in den Schulen, Kindergärten. Bildung, Schrägstrich. Also die Kritik daran ist Indoktrination, ja? Reduktion der Bürokratie und Senkung der Staatsquote auf 10%. Gut, das ist eine ist schon die Lösung. Also Ihr Problem ist die Staatsquote, ja? Okay. Was war das erste? Bürokratie, ja? Bürokratieabbau, genau. Staatsquote. Ich denke, das Wichtigste wäre Frieden. Frieden und nicht Einmischung in fremde Kriege und keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Okay, auch hier wollte ich nur mal klarstellen, also das Thema ist Krieg und Frieden. Keine Waffenlieferungen wäre schon ein Lösungsvorschlag. Also ich wäre gerne mal für Politikerhaftung. WHO-Vertrag. Steuerermäßigung bzw. runter mit den Steuern, bzw. sollen sie so eingesetzt werden fürs Volk. Staatsquote, Bürokratie haben wir hier. Genau, gibt es weitere Themen, die... Also ich komme aus dem Gesundheitswesen, habe da viel erlebt, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich hätte da gerne eine Änderung im Gesundheitswesen, eine Anpassung, vor allen Dingen das Raushalten der Pharmaindustrie aus unserer Gesundheit. Erhalt des Bargeldes. Mich würde interessiert sehr, was kann eigentlich ein deutscher Bürger tun, wenn so eine aktuelle Politik mit den ganzen Punkten von der Regierung gemacht wird, die angeblich von dem Volk gewählt wurde, alles am Volk vorbei ist und wir stehen eigentlich alle machtlos da und haben weder gesetzlich, also in der juristischen Ebene, nirgendwo eine Handhabe, um diese Regierung zu stoppen. Das wäre für mich ein großer Punkt, was haben wir für Möglichkeiten, dieses Prozedere, was hier gerade abläuft, einfach zu stoppen und als Bürger unser Recht auch mal wahrnehmen zu können und gehört zu werden. Okay, danke dafür. Das Thema halten wir noch einen Moment zurück, aber ist ein wichtiges Thema. Gibt es hier zu diesem... Recht auf digitale Freiheit. Freiheit. Die Wiederherstellung der Meinungsfreiheit. Also die geht gerade nach unten. Meinungsfreiheit. Abschaffung der kriminellen Vereinigung Justiz. Also Justiz. Die Möglichkeit, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen. Also ich würde gerne mal ansprechen, dass das Bundesverfassungsgericht auch die Verfassung schützen soll. Und nicht die Regierung. Thema Justiz haben wir, also Justizreform. Dann noch Abschaffung bzw. Abschaffung der Zwangsgebühren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch Steuergelder. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk haben wir auch. Die Aufarbeitung der Korruption der Regierung. Sono Cum-Ex oder jetzt dieser Visa-Skandal. So, Korruption. Okay. Keine Rentensenkung. Ich habe heute früh was gelesen, dass der schöne Herr Lindner, glaube ich, möchte die Renten um 130 Euro oder irgendwie senken. Ja, das Bürgergeld oder sowas habe ich gelesen, aber ich weiß nicht, ob es die Rente betrifft, genau. Aber klar, Rente. Dass man auch irgendwas hat gegen die Angstmache, die Hochrechnungen, die immer gemacht worden sind, dass dann viele Experten dran teilnehmen können. Und Hochrechnung ist ja was Vages, also mehr Fakten. Und genauso auch weg mit diesen Gesetzen, wo auf Verdacht gehandelt wird, was ja jetzt zum Beispiel... Darf ich da kurz unterbrechen? Ballweg
Wir sind bei den Problemen, das sind schon Lösungen. Nein, doch, das Problem ist, dass am Verdacht Michael Ballweg weggesperrt worden ist. Das Problem ist, dass die Leute Angst haben. Deswegen auch so wenig Leute hier sind. Genau, aber das Problem Justiz haben wir aufgeschrieben und das wäre jetzt ein Lösungsvorschlag. Ich will das nur klar trennen. Ja? Das eine ist, ist das Problem, da meldet sich noch jemand. Abschaffung der Finanzierung der linken NGOs. Also Problematik hier, Finanzierung linker NGOs. Lobbyismus. Schreibt alles auf. Ja. Also bei mir ist es rund vom Staatsvertrag bei öffentlich-rechtlichen Medien und insbesondere die Pflicht auf wahrheitsgemäße Berichterstattung und vor allem Gegendarstellungspflicht. Ja. Gut, das wären jetzt auch wieder zwei Lösungsvorschläge gewesen. Das Problem ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. So, gibt es noch irgendwelche Wortmeldungen? Möchte noch irgendjemand sich beteiligen? Wir haben jetzt relativ viel aufgeschrieben. Eine noch, ja, und dann machen wir weiter. Des Parteiensystems scheint mir richtig zu sein. Also Problem Parteiensystem. Da haben wir ja wirklich ganz schön viel aufgeschrieben. Offensichtlich gibt es ganz viele Themen, die brennen, die so auf der Seele brennen. Und ich habe jetzt auch eigentlich bei keinem der Themen irgendwie gehört, dass irgendjemand gesagt hat, nee, das ist nicht so und das ist anders oder so. Also offensichtlich scheinen das ja insgesamt die Themen zu sein, die die Menschen hier interessieren. Und die ab dem 2. September dann kraftvoll angegangen werden von der neuen Regierung und alle eins nach dem anderen abgebaut werden, diese Probleme. Wir können uns irgendeins dieser Probleme aussuchen. Da ich aber schon jetzt seit mehr als einer Woche unterwegs bin und meistens dann das gleiche Thema rauskommt, würde ich, wenn es für euch okay ist, mir ein Thema davon aussuchen, was wir noch nicht hatten und worüber wir meinetwegen diskutieren können. Wenn das für euch okay ist, würde ich mir tatsächlich, weil ich glaube, dass es ein sehr gutes Thema ist, das Thema Parteiensystem mal aussuchen. Dass wir mal schreiben, wo aus eurer Sicht, also es kam ja, wenn das für euch in Ordnung ist, gibt es irgendjemand, der sagt, nee, Parteiensystem ist ein doofes Thema, darüber will ich nicht reden, weil dann nehmen wir ein anderes. Wenn jetzt also irgendjemand sagt, nee, das ist doof, will ich nicht, nehmen wir was anderes. Also ist Parteiensystem okay? Also seid ruhig ehrlich, wenn es euch nicht gefällt, nehmen wir ein anderes. Ja? Also will irgendjemand nicht über das Parteiensystem sprechen? Bisher nur gute Rückmeldung. Also nehmen wir jetzt hier mal das Parteiensystem. So. Und vielleicht fassen wir jetzt erstmal. Wenn du angegriffen ist, schreibst du nicht hier nach, der Angreifer. Das ist doch Ulin Hasser, ne? Ich kenne mal schon. Warten Sie mal kurz, was ich jetzt gehört habe, ist, also es steht auf diesem Plakat, heute wollen Sie Panzer, morgen Kampfjets und übermorgen eure Söhne. Und was ich jetzt gehört habe, ist, dass Sie gekommen sind. Sie haben ja aber gar nicht darauf stehen, wer der Angreifer ist. Was ich jetzt hier erstmal lese, ist, dass jemand Angst hat, diesbezüglich, dass die Kinder von Deutschen in einen Krieg hineingezogen werden und sterben. Ich lese jetzt hier noch überhaupt keine Schuld oder sowas, sondern erstmal nur die Angst, ich möchte nicht, dass unsere Kinder sterben. Genau. Ich habe gesagt, wir haben keine Deutschen hingeschickt. Genau, also Sie gehen davon aus, dass deutsche Kinder nicht in den Krieg geschickt werden. Aber russische, ja. Genau, aber Sie gehen auch nicht davon aus, weil Sie ja gerade sagten, Putin wäre der Kriegstreiber, dass möglicherweise Putin den Krieg irgendwann erweitert, vielleicht auch auf Polen und Deutschland. Genau, und das heißt also, was ist Ihre Lösung bis dahin? In der NATO erstmal bleiben. In der NATO bleiben? Also Sie sagen, Moment. Wir hatten vorhin gesagt, wir leben in einer Demokratie und in einer Demokratie kann jeder, also wir müssen ja Meinungen miteinander diskutieren und aushalten. Also das ist ja das, was ich gerade versuche klarzumachen. Also man kann natürlich, wenn wir jetzt eine Kriegssituation haben, wie wir sie haben, ja, wir haben eine Kriegssituation, wie wir sie haben, gibt es zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist, dass man den Krieg annimmt und sagt, wir kämpfen und liefern Waffen und liefern Soldaten und kämpfen, bis irgendeine der beiden Seiten entweder aufgibt oder verloren hat. Die Möglichkeit ist das eigentlich. Oder die andere Sache ist, genau, das haben Sie hier stehen, Diplomatie.
Sind Sie eigentlich ein Freund von Diplomatie? Sagen Sie, man muss miteinander reden? Dann macht doch die AfD, kann doch reden mit. Na, die AfD ist, glaube ich, gar nicht hier heute. Also ich bin zum Beispiel nicht AfD. Na? Also ich bin AfD. Genau. Das sind friedliebende Menschen. Ja. Letzte Woche wurde noch behauptet, ich sei in der Werteunion, das bin ich auch nicht. Ich bin was? Nee, ich bin nicht hier, um gewählt zu werden. Ich bin hier, damit Sie in Zukunft sagen, wir brauchen nicht mehr wählen, wir können das alles selbst regeln. Gut, ich mache mal weiter. Wir hatten das Thema Parteiensystem. Vielleicht erstmal, dass wir hier auch nochmal die Schmerzen aufschreiben. Was ist euer Schmerz mit dem Parteiensystem? Wo tut euch das Parteiensystem weh? Wo seid ihr der Auffassung, dass die Parteien möglicherweise zu viel Einfluss haben, dass die Parteien möglicherweise zu sehr sich in Dinge einmischen, wo sie sich nicht einmischen sollten? Wir haben also das Thema Parteiensystem. Was schmerzt euch am Parteiensystem? Ja, das Parteiensystem ist deshalb falsch, weil es eine parlamentarische Demokratie ist. Parteien kann es ruhig geben. Können sich ja Leute zusammenschließen, die politische Meinung rausbringen. Aber die dürfen nicht nur die Macht alleine haben, sondern es muss so geregelt sein, dass die Menschen in den Regionen insbesondere selbst entscheiden, was sie tun und nicht irgendwelche Parteien, die, wie wir ja gesehen haben, in der letzten Zeit total korrupt sind, die Entscheidungen treffen und nur mal kurz vor der Wahl wieder mal sagen, ja, wir machen. Und in Wirklichkeit wissen wir doch alle ganz genau, dass sie nicht machen werden. Genau, in welchen Bereichen hat denn das Parteiensystem Auswirkung? Also wo wird zum Beispiel durch oder über Parteien bestimmt, wer Positionen bekommt, wer Jobs bekommt, was passiert? Also wo wirkt sich das Parteiensystem aus? Das ist ja ganz wichtig. Wir haben die Kritik am Parteiensystem. Was ist die Kritik am Parteiensystem? Also du hattest jetzt gesagt, es ist eher sinnvoll von unten nach oben und dass nicht die Parteien sich zusammentun und von oben nach unten quasi bestimmen. So hatte ich es verstanden. Also Parteiensystem, eine Kritik daran ist eben die Politik von oben nach unten. Sonst gebe ich auch gerne noch Hilfestellungen. Wir hatten zum Beispiel ein Thema, wo ist die Folie, haben wir die noch? Also wir hatten hier zum Beispiel das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Welchen Einfluss haben Parteien auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ja? Also sollen aus eurer Sicht Parteien, der Einfluss der Parteien raus aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Parteien können, wie du gesagt hast, Politik machen, sollen aber nicht mehr Einfluss ausüben können auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Okay. Genauso keine Richter festlegen. Kein Einfluss, jetzt geht's los. Siehst du, jetzt kannst du gleich hin. Kein Einfluss auf. Das heißt, Richter sollten nicht benannt werden oder bestimmt werden durch Parteien, sondern einfach parteiunabhängig. Genau. Unter anderem, ja, durch Qualifikation. Richtig. Was ist mit Staatsanwälten? Staatsanwälte sind weisungsgebunden. Der Innenminister, der ja auch von einer Partei kommt. Dem ist es recht. Er macht ja nichts dagegen. Ich hätte doch mal noch eine Frage, weil Rechtsanwalt müsste das ja eigentlich wissen. Müssen eigentlich unsere Minister in Eid schwören auf das Deutsche, auf das Volk, aufs Vaterland, auf unsere Interessen? Oder ist es wichtiger, dass sie die Interessen von NGOs sozusagen? Hier in Sachsen ist der Eid natürlich auf die sächsische Verfassung. Wie heißt es hier immer, Nutzen zum Nutzen des sächsischen Staatsvolks, ne, und Schaden von ihm wenden, also dieser typische Amtseid, Nutzen mehren und so weiter, das ist natürlich der Eid. Also jetzt haben wir hier keinen Einfluss auf öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Richter, Staatsanwälte, wie sieht's, da meldet sich jemand? Ja, ich denke auch aus dem Bildungssystem, weil Bildungssystem ändert sich ja auch immer mit den Landesregierungen, wenn die wechseln. Und ein Bildungssystem sollte nie politisch orientiert eigentlich angehaucht werden, weil schon wird ja den Kindern was vorgegeben, ja, was Stimmungsmache halt ist. Genau. Ja, bei mir ist vielleicht so das Problem mit Änderung der Verfassung.
dass das die Parteien machen dürfen, aus einer gewissen Mehrheit heraus, aber das sollte nur das Volk entscheiden dürfen, dann zum Schluss, als eine Art Volksentscheid. Ja. Genau, also kommen wir gleich noch zu. Was ist sonst noch? Also was stört euch eigentlich an den Parteien? Also wenn wir jetzt zum Beispiel ins Parlament gucken, ist das Parlament ja auch im Prinzip nach den Parteien aufgebaut. Es gibt Fraktionen, das heißt, es bilden sich die Parteien zusammen. Man sagt einerseits, der Abgeordnete wäre unabhängig und hätte ein freies Mandat, aber tatsächlich ist er natürlich in die Fraktionszwänge eingebunden. Also ich kann jetzt ein paar Sachen erzählen, die wisst ihr vielleicht nicht. Tritt jemand von euch für eine Partei an, zufällig, oder ist schon mal für eine Partei angetreten, die nicht im Landtag ist? Was musst du tun, um anzutreten? Erstmal Unterschriften sammeln. Genau, das heißt, für den Landtag kann man nicht antreten, indem man sich bewirbt, sondern man muss für den Landtag, wenn man in einer Partei ist, keine Stimmen sammeln. Wenn man in einer Partei ist, die im Landtag vertreten ist, und wenn man das nicht ist, dann muss man auf einmal Stimmen sammeln. Das heißt, die Parteien sind zunächst einmal, jedenfalls die Parteien, die 5% haben, sind privilegiert. Ja, die sind erstmal da, weil sie schon mal gewählt worden sind. Und das heißt also, um gewählt zu werden, muss man Stimmen sammeln. Also ist beim Parteiensystem auch keine Gleichbehandlung. Die nicht im Landtag vertretenen Parteien müssen halt Stimmen sammeln, müssen Unterschriften sammeln und so weiter. Das heißt also, sie werden benachteiligt. Viele Parteien werden eben auch immer Parteien zu Fernsehsendungen eingeladen. Und man könnte ja einen Landtag sich auch vorstellen, eben, dass der Landtag nur aus Abgeordneten bestimmt, die dann nach Sachfragen entscheiden und nicht nach Parteidisziplin. Wird aber so nicht gemacht, weil man eben auch über die Parteien, über Listen und so weiter aufgestellt wird. Und wenn wir jetzt die Bundestagsreform sehen, die das Bundesverfassungsgericht auch durchgewunken hat, die Bundestagsreform sieht vor, dass nicht mal mehr zwingend der direkt gewählte Kandidat in den Bundestag einzieht, sondern die über die Parteien als über die Listen aufgestellten. Wie wollen wir das Problem lösen? Was machen wir nun? Ihr habt festgestellt, das Parteiensystem ist eigentlich nicht gut. Wir wollen das Parteiensystem in dieser Form nicht. Was machen wir nun? Geht ihr davon aus, dass nach dem 1. September Herr Kretschmer, der ja jetzt auf den Wahlplakaten verspricht, dass er euch verstanden hat, dass er am 2. September, nachdem er die Koalition mit Sarah Wagenknecht ausgerufen hat, nicht bevor sich Sarah Wagenknecht noch geziert hat, ein bisschen, um noch ein paar Punkte durchzusetzen, aber am 2. September gibt es eine Koalition zwischen Sarah Wagenknecht und Michael Kretschmer. Ich muss Sarah Wagenknecht sagen, weil ich halt einfach nicht weiß, wer für die BSW in Sachsen antritt. Weil wenn ich hier rumfahre auf den Plakaten vom BSW, ist nur Frau Wagenknecht drauf. Ich habe mir sagen lassen, die tritt in Wirklichkeit gar nicht hier an. Aber sie ist auf jeden Fall auf den Plakaten drauf. Und ich habe heute gelesen in der Bild-Zeitung, sollte man nicht lesen, mache ich trotzdem, in der Bild-Zeitung wurde gesagt, dass Herr Kretschmer, dass der Vorteil bei BSW wohl sei, dass man auch nur mit Sarah Wagenknecht verhandeln muss, weil sie ohnehin alles bestimmen würde. Das heißt also, es ist auch ein bisschen leichter mit ihr, Lösungen zu finden, weil zumindest innerhalb des BSW wohl die demokratische Willensbildung abgeschafft worden ist. Egal. Wir haben jetzt hier dieses Parteiensystem, wir haben es kritisiert und haben gesagt, was wir anders haben wollen. Glaubt ihr, nochmal meine Frage, glaubt ihr, dass das am 2. September sich ändert? So, jetzt hatten wir, wo war jetzt hier dieser Zettel? Glaubt ihr, dass nach dem 2. September der Einfluss der Pharmaindustrie auf die Politik geringer wird? Nicht? Glaubt ihr, dass am 2. September das Migrationsthema angegangen wird, dass große Diskussionen mit den Menschen in den Orten stattfinden werden und gesagt wird, wie lösen wir dieses Problem miteinander, was sich ja als Problem darstellt. Glaubt ihr, dass die Justiz reformiert wird nach dem 2. September? Was haben wir noch? Glaubt ihr, dass die Indoktrination weniger wird nach dem 2. September in den Schulen? Der WHO-Vertrag, wird der gekündigt nach dem 2. September wenigstens? Und die Meinungsfreiheit wird wieder größer? Nach der von dir vorgegebenen Koalition zwischen Kretschmer und BSW wird sich nichts ändern, garantiert nicht. Leider sind die Menschen zu träge und begreifen nicht, was hier läuft. Ich gehe davon aus, dass
wenn die AfD absolute Mehrheit bekommen würde, würde bei einigen Punkten sich was bewegen. Zum Beispiel bei der Indoktrination, zum Beispiel bei der Migration, zum Beispiel beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und vielleicht auch bei einigen anderen Themen. Was natürlich sehr schwer sein wird, weil überall die Bürokratie ja natürlich vorhanden ist. Also die staatlich bisher gepamperten. Mhm. Das heißt, am 1. September wird die AfD gewählt. Und du gehst davon aus, dass die AfD, wenn sie gewählt würde, dann die Politik macht, die die Menschen wollen. Und macht sie das in 4 Jahren dann auch wieder. Das heißt also, es reicht eigentlich aus, demokratisch sein Kreuz zu machen, nur bei der richtigen Partei, und dann passiert das, was wir wollen. Nicht ganz. Ich gehe davon aus, dass der Medienstaatsvertrag gekündigt werden würde, dass einige andere Sachen passieren würden. Aber natürlich würden auch die Leute, die in der Partei AfD sind, auch man wird versuchen, die ins Boot zu holen, man wird versuchen, das zu drehen. Und das sind auch Leute, die die Posten gerne haben wollen und Geld verdienen wollen im Landtag. Menschen sind überall. Deshalb muss man, und da gibt es ein paar Leute in der AfD, die das auch so sagen, muss man die Rechte der Parteien beschneiden. Dass man zum Beispiel weniger Abgeordnete im Bundestag hat, und indem man die direkte Demokratie befördert und so weiter und so fort. Allerdings, je weiter wir vorwärts kommen mit der Zeit, umso schwieriger wird das, weil wir ja ein paar Probleme haben, die uns so ziemlich erschlagen. Genau. Also die Frage, die ich mir stelle, und das ist auch der Grund, warum ich gerade durch die 3 Bundesländer reise, Sachsen, Brandenburg und Thüringen, ist: Warum nehmt ihr die Sachen eigentlich nicht selbst in die Hand? Von hier kam ja irgendwo diese Nachfrage, warum macht ihr das nicht? Ihr seid doch der Souverän. Ihr seid doch das Staatsvolk. Im Grundgesetz, Artikel 20 Absatz 2, und das gleiche steht auch in der sächsischen Verfassung, steht drin, alle Macht geht vom Volke aus. Alle Macht geht vom Volke aus dadurch, dass wir einmal alle 4 oder hier in Sachsen alle 5 Jahre ein Kreuz machen und hoffen, dass schon die richtigen Leute drankommen werden, die das für uns Richtige tun werden. Ist das so ein Selbstverständnis, was wir von Politik haben, was wir als Menschen davon haben, wie wir in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft beteiligt werden wollen, dass wir sagen, wir dürfen alle 4 oder 5 Jahre mal ein Kreuz machen und dann hoffen, dass es besser wird? Also, ich habe jetzt bei dir rausgehört, dass du schon hoffst, wenn die AfD dran käme, dass dann einige Punkte gelöst werden. Ich gehe nach den aktuellen Umfragen davon aus, dass es so nicht sein wird. Also dass die AfD jedenfalls nicht die absolute Mehrheit kriegen wird in Sachsen. Also dass wir das nicht herausfinden werden, was dein Wunsch ist. Sondern dass die strategische Mehrheit der anderen Seite immer noch da ist. Vielleicht fällt die SPD raus, wäre ja mal nicht schlecht. Aber wenn die SPD rausfällt, dann haben wir vielleicht sogar nur 3-Parteien-Landtag mit BSW, CDU und AfD. Wäre dann erst recht spannend, möglicherweise, wenn sich CDU und BSW irgendwann mal zerstreiten, was dann passiert. Also ich meine, das ist alles spannend. Aber die Frage ist trotzdem, warum lassen wir es zu, dass wir sagen, unsere Macht ist dadurch begrenzt, dass wir eigentlich nur unser Kreuzchen machen können. Und wenn wir unser Kreuzchen gemacht haben, haben wir alles getan, was wir tun konnten. Und ab dann können wir eigentlich nur noch beten und hoffen. Ja. Und ich meine, warte, eine Frage noch. Da drüben ist das Wendedenkmal. Das, jetzt gerade hier in Plauen muss ich das mal fragen. Ihr habt hier angefangen. Ihr seid diejenigen, die als erstes auf die Straße gegangen seid. Ist das das, wofür ihr auf die Straße gegangen seid? Seid ihr auf die Straße gegangen 1989 dafür, dass ihr alle 4 oder 5 Jahre ein Kreuzchen machen dürft? Ist das der Grund? Ich meine, das ist arrogant von mir. Ja? Ich hab's ja nicht gemacht. Ihr seid es immerhin gewesen. Also ist eher meine Frage, ist das tatsächlich das, was ihr wolltet? Oder habt ihr nicht eigentlich was anderes gewollt? Und das würde ich gerne wissen. Sie haben sich gemeldet. Ja, ich denke mal, im Großen und Ganzen ist es so, dass der größte Teil der Menschheit es eigentlich gar nicht versteht und auch gar nicht drüber nachdenkt. Weil, ich sag mal so, ob die Regierung oder die ganze Globalisierung hält uns ja still, sie beschäftigen uns. Das fängt mit Konsumieren an, wir haben jeden Tag Werbeblätter drin, wir haben dies. Also wir sind zu perfekten Konsumenten geworden. Die Menschen sind meiner Meinung nach innen alle leer,
weil die selber, mit sich selber, haben die eine große Leere und Unzufriedenheit. Und was wird kompensiert? Wir kaufen. Der Urlaub ist das Größte. Ich kann eine Woche Urlaub, dann ist, bin ich zur Ruhe gekommen und dann ist alles besser. Ich komme aber nach Hause und habe dieselben Probleme. Mhm. Der Staat macht uns Steuergeschenke und die Bürger begreifen eigentlich gar nicht, dass es keine Steuergeschenke sind, weil die haben wir ja alle eigentlich selber erstmal bezahlt. Also wenn er vielleicht die Steuern schon erstmal senkt, braucht er uns ja keine Geschenke machen. Er soll uns doch einfach leben lassen mit dem, was ich erarbeite. Und das ist genau auch mit der Frage, die ich vorhin gestellt habe. Wir müssen, wo setzen wir an, dass die breite Masse der Bürger begreift, dass wir gemeinschaftlich so viel mehr sind als ein Einkaufserlebnis oder als ein Urlaubserlebnis. Weil da fängt es schon an. Und wie können wir so eine kleine, wir haben ja einige schon Erfahrungen mitgenommen, auch auf Demonstrationen, wir sind abgestraft worden und was weiß ich nicht alles. Und da fängt doch das Problem an, weil selbst dieses demokratische Kreuz am Ende durch dieses komische Koalieren wird ja nie das wirklich, was wir als einmal im Jahr oder demokratisch gewählt haben, gar nicht genommen. Weil normal müsste der Erste und der Zweite miteinander, die wir gewählt haben, wenn schon, denn schon, wenn es ein bisschen demokratisch sein sollte, sich miteinander. Ja, wie stimmen, wie erklären wir denn den Menschen, die konsumbehaftet sind, dass wir es auch anders können? Okay, das ist ja genau der Punkt. Und deswegen will ich euch kurz, Sie hatten sich gemeldet, aber dauert ein kleiner Moment, will ich euch kurz was erklären. Ihr seid 1989 oder viele von euch, die meisten, die ich hier sehe, denke ich, waren damals schon in einem Alter, wo sie auf die Straße gegangen sind. Ich war damals 17, ich habe es aus Niedersachsen quasi nur nach drüben verfolgt, ich habe es gesehen. Den Tag der Wende, wo das erste Mal dann Autos über unseren Grenzübergang Duderstadt, das war nicht weit, rübergefahren sind, da war ich etwas bedüdelt mit Wein, weil wir eine Deutsch-Leistungskursparty hatten. Also ich habe es erst am nächsten Tag mitgekriegt, meine Mutter hat mich dann morgens geweckt, da habe ich sie noch angeschnauzt und gesagt, wieso sie mich nicht in der Nacht geweckt hätte, da wäre ich doch am liebsten hin. Aber egal, ihr habt für Demokratie gekämpft, seid für Demokratie auf die Straße gegangen, und ihr habt die repräsentative Demokratie bekommen. Und die repräsentative Demokratie hat mit Demokratie nichts zu tun, außer dass sie den Namen Demokratie in sich trägt. Und das, kann man ruhig klatschen, genau, ich will es euch erklären. Vor 250 Jahren, nach dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, nachdem die Siedler sich von der britischen Kronkolonie losgesagt haben über den Krieg, wurde in Amerika die Verfassung diskutiert. Und in dieser Verfassungsdiskussion in Amerika, die Federalist Papers, haben diejenigen, die die Verfassung geschrieben haben, darüber diskutiert und haben gesagt, wenn wir eine echte Demokratie einführen, bedeutet das, dass die Mehrheit der Armen den Reichtum der Minderheit der Reichen bedroht. Also müssen wir eine Regierungsform schaffen, die das verhindert. Und die Regierungsform, die geschaffen wurde, um das zu verhindern, ist die repräsentative Demokratie. Also in Amerika vor 250 Jahren hat man die repräsentative Demokratie eingeführt. Die repräsentative Demokratie, die gleiche Form der Demokratie, die wir hier auch haben, was wir als Westdeutsche seit 1949 haben, hier in den neuen Bundesländern seit 1990 auch existiert, ist nur die Illusion einer Demokratie. Rainer Mausfeld erklärt das sehr gut in Warum schweigen Dilemma in seinem Buch. Kann ich nur jedem empfehlen zu lesen. Aber weil es die Illusion einer Demokratie ist, kann man es auch jederzeit ändern, weil sie den Namen Demokratie tragen, die Veränderung möglich sein lassen müssen. Weil eine Demokratie, eine echte Demokratie, ermöglicht natürlich die Veränderung. Und das ist der Vorteil hier in Sachsen, wie in allen anderen Bundesländern als Bundesländer auch. Ihr könnt nicht, das war glaube ich hier, verfassungsgebende Versammlung ist bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland. Ja, also eine verfassungsgebende Versammlung, 146 Bundgesetz, ist ein Thema für Gesamtdeutschland. Die verfassungsgebende Versammlung ist aber kein Thema für Sachsen, weil ihr Sachsen braucht das nicht. Ihr Sachsen könnt heute losgehen und eure Verfassung ändern. Denn in der sächsischen Verfassung sind die Möglichkeiten drin, die Verfassung zu ändern. All das, was ihr hier aufgeschrieben habt, ja, die Macht der Parteien zu begrenzen, könnt ihr sofort in die sächsische Verfassung schreiben. Weil der sächsische Staat, der Freistaat Sachsen, hat einen Souverän.
Der Freistaat Sachsen hat ein Staatsvolk und einen Souverän, und der Souverän im Freistaat Sachsen, nämlich ihr, kann jederzeit die Verfassung hier in Sachsen ändern. Ihr könnt drei Punkte nicht ändern. Ihr könnt nicht ändern die Menschenwürdegarantie, ihr könnt nicht ändern die Rechtsstaatsgarantie und ihr könnt nicht ändern die Demokratie, das Demokratieprinzip. Diese drei Prinzipien sind Grundlagen der sächsischen Verfassung. Wollte man die ändern, müsste man Revolution machen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass irgendjemand das ändern will. Diese drei Prinzipien müssen erhalten bleiben. Ansonsten kann man in Sachsen als sächsischer Bürger, als sächsisches Staatsvolk jederzeit die Verfassung ändern. Das sieht nämlich die sächsische Verfassung vor. Das heißt, ihr habt eigentlich die Macht in eurer Hand, die Regeln in diesem Land so zu verändern, wie ihr es haben wollt. Nämlich genau das, was du gesagt hast. Vertrauen wir vielleicht darauf, dass andere mal die Regierung übernehmen, aber wir als Volk wollen am Ende immer die Kontrolle darüber haben. Wir wollen gegebenenfalls sagen, dass wir bei Gesetzen Nein sagen. Ja, ihr könnt in die Verfassung reinschreiben, in Zukunft wollen wir als sächsisches Staatsvolk bei jedem Gesetz Nein sagen können. Ja, wenn sie dann wieder mit Corona-Verordnungen kommt, macht man eine Volksabstimmung darüber. Könnt ihr jederzeit machen, wenn ihr das wollt. Ihr könnt sagen, wir wollen in Zukunft leichtere Gesetze bringen. Also wenn es hier zum Beispiel diese Diskussion über die Bezahlkarte gegeben hat. Ja, das hättet ihr als sächsisches Volk als Gesetz einbringen können. Die Möglichkeit gibt es. Also ihr könnt ganz viel ändern. Ihr könnt die Regeln in diesem Staat ändern. Ihr könnt die Parteien einschränken. Ihr könnt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einschränken. Ihr könnt das alles, weil es die sächsische Verfassung vorgibt. Wir müssen nur ein einziges Mal, die Hürden sind natürlich hoch, die Hürden sind bewusst hochgelegt. In Sachsen hat es seit 1990 exakt eine erfolgreiche Volksinitiative gegeben. Eine. Da ging es um Sparkassen, den Erhalt der Sparkassen. Das war die einzige erfolgreiche Initiative. Sonst hat es noch ein paar Versuche gegeben, die sind alle gescheitert. Aber grundsätzlich könnt ihr, und das wäre aus meiner Sicht jetzt die Aufgabe, weil hier ist eine so große Unzufriedenheit, 81% der Menschen in den neuen Bundesländern, etwas mehr als in den alten Bundesländern, 81% der Menschen hier sind mit den politischen Institutionen und mit der Politik unzufrieden. Das heißt, 81% sehen es eigentlich so wie ihr, aber wie du sagst, ein zweiter Punkt, der immer dazu kommt zur repräsentativen Demokratie, ist die sogenannte Apathie. Man versucht Menschen in Apathie zu bringen, dass sie nicht mehr nachdenken, dass sie arbeiten die ganze Zeit, sich um alles kümmern, aber nicht um Politik. Ja? Aber 81% der Menschen sehen das genauso wie ihr. Und es ist eigentlich nur eine Unterschrift, die jeder leisten muss, um die sächsische Verfassung zu ändern, um eine Volksabstimmung über die sächsische Verfassung zu machen. Und das möchte ich gerne. Ich möchte euch motivieren, lasst uns hier in den Gemeinden, in den Städten, in den Landkreisen Teams bilden, diese Teams erstmal aufbauen, damit wir die notwendige Stimmenzahl kriegen. Es ist viel, aber machbar. Es ist zum Beispiel nicht so viel, Menschen müssen unterschreiben, wie die AfD Wähler hat. Ja, und gerade wenn ich davon ausgehe, dass wir nach dem 2. September, dass die AfD nicht gewinnen wird nach dem 2. September, am 1. September, dann ist die einzige Möglichkeit, die Menschen, die die AfD gewählt haben, dass sie sagen, okay, wir stoßen jetzt diese Verfassungsänderung an. Und diese Verfassungsänderung braucht im ersten Schritt, also die Regel hier in Sachsen ist, ihr braucht im ersten Schritt 40.000 Unterschriften. Das sind viel, aber es ist machbar. Im zweiten Schritt 450.000 Unterschriften. Das ist nirgendwo so hoch wie in Sachsen. In keinem Bundesland in Deutschland ist es so hoch wie in Sachsen. Wahrscheinlich, weil man weiß, wie widerständig die Sachsen sind. Aber ich glaube, 450.000 würde ich auch in keinem anderen Bundesland versuchen als in Sachsen. Weil wenn man es schaffen kann, dann hier. Und wenn man diese 450.000 Stimmen hat, dann gibt es eine Volksabstimmung darüber. Und dann stimmt das sächsische Volk über die sächsische Verfassung ab. Und da könnt ihr reinschreiben, also hier auf zaf.com/demokratietour, verteile ich gleich noch die Zettel. Da seht ihr einen Entwurf, den wir geschrieben haben für die sächsische Verfassung. Also wir haben den Entwurf natürlich für alle Bundesländer geschrieben. Wir haben gesagt, wir müssen eben die Zahl derer, wir müssen einmal diese hohe Zahl erreichen, um sie für die Zukunft abzusenken und zu sagen, in Zukunft muss in Sachsen dann in über jedes Gesetz viel, viel weniger Leute, ne, dass man das nicht mehr braucht. Damit die Sachsen sagen, so liebe Politik, in Zukunft könnt ihr Politik machen, das ist schon in Ordnung, aber jederzeit können wir euch stoppen, jederzeit können wir sagen nein. Und vor allen Dingen soll in die sächsische Verfassung rein, dass man den Landtag jederzeit auch wieder abwählen kann. Das ist doch auch ein Irrsinn. Ihr wählt für 5 Jahre den Landtag, also ihr wählt eure Vertreter, aber ihr habt nicht das Recht, sie wieder abzuwählen.
Was ist denn das? 4 Jahre Zugang, 3 Jahre Leiden. Genau. Das heißt, ich habe gerade heute mit einem Schweizer Freund von mir gesprochen und habe gesagt, naja, wir machen halt in jedem Bundesland quasi eine Demokratie nach Schweizer Vorbild. Dann hat er gesagt, er würde gerne vorbeikommen und uns die Fehler erklären, die sie in der Schweiz machen, weil in der Schweiz geht es auch noch besser. Ja, also das ist natürlich wichtig. Der Jan, der da sitzt, wird jetzt auch gleich wieder kommen und sagen, das Wichtigste ist natürlich, dass man an die Medien geht, weil natürlich die Medien am meisten beeinflussen, das ist auch richtig. Aber die erste Frage, die wir stellen müssen, ist die Machtfrage. Ihr seid der sächsische Souverän und ihr müsst sagen, wir wollen die Macht bei uns haben. Wir wollen nicht mehr darauf vertrauen, dass irgendwelche Politiker für uns entscheiden, dass die sich da auf ihren Wahlplakaten hinhängen und sagen, wir werden schon das Beste für euch machen. Viel sinnvoller, ich glaube, Lenin hat das gesagt, Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser und ihr könnt diese Kontrolle einführen in die sächsische Verfassung. Ihr könnt sagen, ja, liebe Politiker, der Idealpolitiker für mich ist derjenige, den ich für 5 Jahre wähle und der 5 Jahre lang so eine Politik macht, dass kein Mensch in Sachsen auf die Idee kommt, ihn wieder abzuwählen. Dann macht er einen guten Job. Aber wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, ihn abzuwählen, dann sind sie genau so, wie sie jetzt gerade sind und lassen eigentlich nicht mit sich reden, außer die 3 Wochen vor der Wahl, wo sie erzählen, wo sie euch auf einmal zuhören, Infostände machen und nett sind und so tun, als ob sie das umsetzen, was sie wollen. Und das ist eben das, was ihr verstehen müsst. Ihr habt die Macht, alles in diesem Land zu ändern. Ihr könnt das. Und das solltet ihr angehen, weil der Frust, den doch alle Menschen hier haben, lässt sich dadurch lösen, dass ihr sagt, in Zukunft wollen wir bei allen Einzelentscheidungen beteiligt sein, wenn wir das wollen. Wenn wir sagen, wir wollen jetzt beteiligt sein. Diese Macht habt ihr und dann können Politiker erzählen, was sie wollen. Sie sind immer kontrollierbar. Da meldet sich jemand. Stopp, stopp, stopp. Ja, das hat schon geantwortet. Der Zeitfaktor, in dem man die 40.000 bzw. die 450.000 Stimmen genau. Ich glaube, die 450.000, glaube ich, 8 Monate. Ich weiß nicht ganz genau. Es gibt Zeitfaktoren, das sind 6 und 8 Monate, glaube ich, muss man noch genau gucken. Deswegen haben wir ja auch gesagt, also bei mir haben sich jetzt übrigens in der Zwischenzeit viele dieser Demokratieinitiativen beworben, die sagen, also wir wollen jetzt demnächst so einen runden Tisch machen aus all diesen Demokratieinitiativen und werden dann uns zusammensetzen und werden sagen, wir sammeln jetzt erstmal, deswegen verteile ich das hier gleich, werde Teil des Demokratieteams, wir sammeln erstmal Menschen, die sagen, wir sind bereit, Teamleitung zu machen, Teamkoordination, wir sind bereit, Unterschriften zu sammeln, wir sind bereit, auch Infostände zu machen und so weiter, dass wir das alles natürlich lokal, dezentral organisieren. Und wenn wir dann 2000 Menschen in Sachsen haben, haben wir gesagt, wir brauchen 2000 Menschen, die gesagt haben, wir wären bereit, Unterschriften zu sammeln. Und der Herr von der Basisgut, du hast gesagt, du hast noch selber keine Unterschriften gesammelt, aber wer schon Unterschriften gesammelt hat, ja genau, der weiß, wie schwer das ist. Selbst wenn wir 2000 hätten, müsste man 225 sammeln, aber die 2000 bräuchten wir erstmal für 40.000. Und ich denke und hoffe, wenn man losgeht mit den 2000 und die ersten 40.000 Unterschriften sammelt, dass dann noch mehr Unterstützer dazukommen. Weil wenn die Menschen erstmal verstehen, und das ist übrigens ganz wichtig, es gilt ja auch für die andere Seite. Ja? Also wenn jetzt möglicherweise die AfD noch nicht gewählt wird, ist dadurch natürlich nicht sicher, dass der Frust nicht noch größer wird, dass dann möglicherweise die AfD dann doch in 5 Jahren eine realistische Chance hätte, wenn sie da nicht verboten ist bis dahin. Was man natürlich auch immer nicht weiß, was da alles versucht wird. Aber dann geht es für die anderen ja ganz genauso. Ja, in Thüringen sage ich immer zu denen, die sagen, oh, was soll die direkte Demokratie? Also wenn das mir irgendwelche Linken sagen, dann sage ich immer, naja, ab 1. September ist Herr Höcke Ministerpräsident. Willst du nicht auch als Linker zu Herrn Höcke sagen können, du kannst nicht machen, was du willst? Ja, es geht ja darum, völlig unabhängig, mir ist doch völlig egal, wer Ministerpräsident ist. Mir ist völlig egal, wer die Regierung stellt. Wenn wir als Volk jederzeit in Einzelentscheidungen eingreifen können. Das ist doch das Wichtige, ja, dass wir nicht nur einmal ein Kreuz machen, sondern dass wir jederzeit sagen können, das, was ihr gerade macht, wollen wir nicht. Das, was ihr gerade macht, ist Mist. Aktuell könnt ihr auf die Straße gehen und demonstrieren. Und ihr seht, wie erfolgreich das Demonstrieren ist. Na klar, die Demonstration, die Spaziergänge im Winter 2021/22 waren sehr erfolgreich, die haben einen Impact gehabt. Aber da kann man ja auch nicht drauf hoffen, dass man immer wieder so viele Menschen kriegt, die kommen. Und lasst uns, ich sage es nochmal sinngemäß, lasst uns doch die Montagsspaziergänge insofern institutionalisieren, dass wir sagen, okay,
Jedes Gesetz können wir stoppen, einfach so über die sächsische Verfassung. Und deswegen, ich verteile jetzt die Zettel. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und lasst uns jetzt einfach starten und die Macht in diesem Land in die Hände des Volkes holen. Vielen Dank. Ich höre zu. Es ging jetzt dort um die Leute, die hier stehen. Das sind eigentlich diejenigen, die bei anderen Demos auch schon da waren. Nein, wir waren mit 5000 und wenn man sich umschaut, sind alles die Leute, die selbst denken können. Aber ist halt das Problem, dass sie sich halt für den aktuellen Kameraabend, sage ich mal, bösartig inspirieren lassen, das auch glauben, was dort kommt. Und deswegen sehen sie auch, dass hier niemand leider auf der Strecke ist. Es müssten hier viel mehr Leute sein, weil es müsste viel mehr Interesse geben. Also zunächst einmal gibt es eine große Frustration. Also wenn wir die, kannst du das vielleicht machen? Wenn wir die Studienlage sehen, sind ja 81% der Menschen unzufrieden. Das heißt, selbst die, die da apathisch sind, ja, die einkaufen gehen, die in den Cafés sind, die nicht zu so einer Demo kommen und so weiter, sind dennoch unzufrieden. Und sie haben keine Lösungsmöglichkeit. Für die gilt ja genau das Gleiche. Die sind unzufrieden und die haben halt schon aufgegeben. Ja, während ihr noch auf die Straße geht und ich sage es jetzt mal ein bisschen unanwaltlich, euch dafür jedes Mal wieder ein auf die Fresse hauen lasst, ja, und dann aber trotzdem wieder hingeht und vielleicht auch von den anderen sagen lasst, ja, mein Gott, warum gehst du denn immer noch hin? Siehst doch, es bringt nichts, ja. Den Leuten könnt ihr jetzt aber eben, letztlich ist es für die nur eine Unterschrift, ja, auch die, die im Café sitzen, müssen nur einmal unterschreiben, um etwas zu erreichen, dass sie in Zukunft diese Macht, die sie jetzt, also diese Machtlosigkeit, die sie jetzt verspüren, wieder in Macht umwandeln können. Das ist ja ganz häufig so. Die Leute fühlen sich ohnmächtig. Sie glauben, sie können nicht so. Aber die Frustration ist da. Also die Umfragen sind ja eindeutig. Ja? Aber wenn du jetzt, ich bin ganz sicher, wenn du dich zu irgendjemandem in ein Café setzt und sagst, sag mal, wie bist du eigentlich mit der aktuellen Politik zufrieden? Wird jeder im Prinzip genau die gleichen Dinge sagen, die ihr hier gesagt habt. Jeder da. Kaum einer wird zufrieden sein. Und wenn du ihn dann fragst, dann, was machst du dagegen, dann kommt genau, ich kann ja nichts machen. Und dann kannst du ihm sagen, doch, du kannst was machen. Hier, einmal unterschreiben, zum Beispiel. Also die Möglichkeiten gibt es, die Leute sind einfach, sie sind desillusioniert und das ist das, was der Mausfeld auch sagt. Es wird, das sind große Zauberkünstler, die sich da vorstellen und den Leuten erklären, ihr könnt nichts machen. Das sind alles Zaubertricks. Und ihr müsst jetzt quasi die Endzauberer sein. Ja? Ihr müsst jetzt das werden wir alles vorbereiten miteinander. Wie gesagt, es wird diese runden Tische geben, es wird Schulungen geben, wir werden miteinander diskutieren, wir werden Flyer machen, wir werden Großflächenplakate machen, wir werden Radiowerbung machen, all diese Dinge, um eben für diese direkte Demokratie zu werben. Ich gehe davon aus, dass die AfD es auch unterstützen wird, weil es Teil des AfD-Wahlprogramms auch hier in Sachsen ist. Das ist übrigens etwas, was ich noch sagen wollte. Geht mal am Wochenende an die Parteistände und fragt mal die Parteien, ob sie das unterstützen. Weil wir haben hier in Sachsen einen sogenannten Fast Track, einen Schnelltrack oder eine Schnellspur. Theoretisch können wir die sächsische Verfassung dadurch ändern, dass 50% der Parlamentarier diese Verfassungsänderung einbringen und sagen, wir wollen eine Volksinitiative haben. Also theoretisch, wenn BSW und AfD, auch wenn sie nicht miteinander koalieren, ja, wenn die sagen würden, wir stellen jetzt diese Verfassungsänderung zur Basisdemokratie, zur Volksinitiative, dann müssten wir die Unterschriften gar nicht mehr sammeln, dann würde sofort darüber abgestimmt werden. Also man kann auch natürlich die Politiker unter Druck setzen, jetzt auch gerade an den Wahlkampfständen und sagen, sagt mal, seid ihr eigentlich für direkte Demokratie und wie wollt ihr das umsetzen? Ja? Und das ist eben auch noch eine Möglichkeit, aber fragt mal die Parteien und ich würde euch auch bitten, wenn ihr wählen geht, wählt nur die Parteien, die tatsächlich für direkte Demokratie sind, weil wenn wir auf diesem Prozess sind, dass wir die Unterschriften sammeln und so weiter, dann ist es immer gut, wenn wir im Parlament noch Parteien haben, die das unterstützen. Weil das Ganze ist ja so, man sammelt die ersten 40.000 Unterschriften, dann geht es ins Parlament, dann kann das Parlament darüber entscheiden und kann theoretisch diesen Gesetzesentwurf stattgeben. Wenn sie Nein sagen, dann muss man die 450.000 sammeln, dann geht man wieder ins Parlament. Ja? Das heißt also, das Parlament kann das durchaus unterstützen. Aber ich glaube, dass die Leute, die jetzt apathisch da sitzen und denken, sie können nichts tun, die brauchen einfach nur wirklich auch diesen Hinweis und diesen Anschub, sagen, hey, du kannst alles verändern in diesem Land. Das ist Käse. Ich hätte noch eine Frage. Sie sagen, das ist Käse, was ich da erzähle. Ich habe mal eine Frage, wo waren Sie vor 4 Jahren hier, wo wir hier unten standen? Er war als erstes mit hier. Die Anwälte, die Ärzte, wo waren die? Conny, wir hatten eine Demo organisiert, das war die erste, wo der Ralf... Ja,
Ludwig mit da war. Ja. Okay, ich habe aber mal noch eine andere Frage. Und zwar, der Markus Bönig hat ja diese Demokratie-App. Was sagst du dazu? Kennst du die von... Ich kenne die. Ja, 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 und könnte man das nicht zusammenführen, weil auch hier ja entsprechend auf der regionalen Ebene auch erstmal regionale Probleme aufmerksam gemacht werden kann. Und das eventuell schult ja auch die Menschen, erstmal Demokratie selber zu leben, indem sie selber auch Probleme ansprechen und darüber abstimmen. Also wir sind ja auch am Diskutieren, ich habe das selber, wir sind am Diskutieren, also mit Markus Bröning bin ich natürlich in Kontakt. Und wir haben ja, also das, was wir hier gerade machen, ist ja quasi ein Kulturkampf. Die Globalisten versuchen, alles von oben nach unten. Habt ihr vorhin ja auch, ihr habt alles eigentlich hier, guck mal, ihr habt die Probleme ja schon beschrieben. Pharmaindustrie, hier digitales Geld oder digitale Infos, also Digitalisierung haben wir. Wir hatten hier Krieg und Frieden, NATO, WHO-Vertrag. Also die Globalisten versuchen, alles von oben nach unten zentral zu steuern. Das ist das, was wir gerade erleben. Und solange wir ein repräsentatives Demokratiesystem haben wie jetzt, müssen die nur auf die Politiker einwirken und es werden die Dinge so umgesetzt, wie wir es gerade erleben. Und das, was du sagst, ist genau das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen die andere Tendenz. Sie muss von unten nach oben passieren. Und aus meiner Sicht, deswegen setzen wir natürlich auch in Sachsen an oder in den einzelnen Bundesländern, weil wir es in den Bundesländern können. Aber die Veränderung muss natürlich noch stärker dann, also wenn man die sächsische Verfassung verändert, ist es natürlich erforderlich, dass man die Entscheidungskompetenz immer weiter nach unten verlagert. Die Menschen vor Ort müssen entscheiden. Es muss von unten nach oben organisiert werden und nicht von oben nach unten, so wie wir das haben. Das ist ganz wichtig, weil ja, hier ist ja auch alles anders. Also selbst in Sachsen ist ja schon die Frage, warum soll jemand in Dresden entscheiden, was im Plauen gut ist und was nicht. Ja, also auch das kann man natürlich ändern. Wir erleben das ja. Also je globaler oder je größer die Ebene wird und alles zentral, manchmal ist es gut, Dinge zentral zu steuern, aber im Wesentlichen muss es von unten nach oben passieren. Und das ist ja das, was hier organisiert wird. Deswegen sind solche Sachen natürlich gut und es ist immer gut, zu lernen, mitzuentscheiden. Ja, und zu sagen, wir wollen jetzt an allen Entscheidungen mitwirken. Deswegen die Digitalisierung zu verdammen, ich glaube, macht hier auch keiner, ist ja nicht recht hat, das auch ohne. Genau, ja, aber es ist natürlich, gerade durch die Digitalisierung könnten zum Beispiel die Menschen natürlich lokal an fast allen Entscheidungen beteiligt sein. Ne? Also ihr hattet ja vorhin das Parteiensystem, also es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass man das im Prinzip komplett abschafft und dass man die Entscheidungen komplett über die Menschen trifft. Das können wir ja mittlerweile. Ja? Also wir sind ja in der Lage dazu, ob das richtig ist oder nicht, will ich gar nicht bewerten. Aber das Wichtigste ist, der Kulturkampf ist gegen oben nach unten, von hin zu unten nach oben. Das ist das, was wir machen müssen, und da dienen diese Sachen natürlich dazu. Wie war das gute Wort? Wir wollen Endentscheidungskompetenz. Genau, das Wort heißt Endentscheidungskompetenz. Wir wollen die Endentscheidungskompetenz. Das ist eigentlich nur Deutsche heißt, wenn es Deutsche war. Ja, aber das muss man lang genug gemerkt, wenn man durch die Sie hatten vorhin noch mal angesprochen, fragt mal die Parteien vor Ort, was ich am Freitag, wo ihr hüben AfD-Veranstaltung war, getan habe. Und jetzt muss ich erstmal befürworten, dass ich die größeren Chancen sehe, außerhalb von Parteien das durchzudrücken mit der direkten Demokratie, weil ich nicht im vollen Umfang auch Vertrauen zu den Parteien habe, die sich auf die Fahne schreiben, direkte Demokratie. Weil was bedeutet das für die Parteien? Sie haben ein schwereres Regieren. Sie werden eingeschränkt. Sie einerseits richtig, ja, geholfen vielleicht auch durch den Druck des Volkes, aber so manche Sachen, die auch einer Partei dann nützlich sind, wie ja derzeitig so Belobigungen vielleicht auch hinten rumlaufen, da habe ich kein Vertrauen dazu. Und deswegen denke ich, den Weg, dass die Bürger selber erkennen, wir müssen uns beschäftigen, der Weg mit der direkten Demokratie, mit Volksentscheiden zu allen möglichen Themen, das muss natürlich mal noch gründlich durchdacht werden. Welche Themen nehmen wir rein, welche Themen lassen wir weg? Das heißt also, wir werden nicht riskieren wollen, ob durch irgendwo Propaganda bei den jetzigen Medien, wenn es heißt, Impfentscheidung ja, nein, plötzlich wird uns irgendwas vorgepokert mit ganz großem Virus und dann sagen 51%, wir wollen uns impfen lassen. Dann muss ich sagen, dann bin ich bei 49%
uns auch mit mir nicht. Also, darf ich mal kurz. Zunächst einmal zu dem Thema Themenparteien. Viele Parteien sagen, sie sind für direkte Demokratie. Und wie Parteien das dann so machen, sie haben natürlich ihre Tricks, zu sagen, wir sind für direkte Demokratie, um dann aber die direkte Demokratie wiederum zu verhindern. Bestes Beispiel, die aktuelle Regierung hat tatsächlich im Dezember 2023, also im letzten Dezember, einen Verfassungsentwurf eingebracht. Die wollten die sächsische Verfassung ändern. Also, die haben 2023 tatsächlich einen guten Gesetzesentwurf eingebracht zur Veränderung der Verfassung, zum Absenken des Quorums, also war von den Grünen eingebracht, super guter Verfassungsentwurf. Aber was haben die Grünen gemacht? Die Grünen haben in diesen Verfassungsentwurf mit hineingeschrieben, den Klimaschutz als Verfassungsziel. Was war das Ergebnis? 4 CDU-Politiker haben gesagt, sorry, da können wir nicht zustimmen. Jetzt können sich die Grünen natürlich hinstellen und können sagen, ja, wir haben es doch versucht, wir wollten doch direkte Demokratie. An der CDU ist es gescheitert. Ja? Also so machen das die Parteien immer. Die bringen dann, sagen dann, ja, wir haben es versprochen, bringen ihre Idee und packen, schreiben irgendwas in die Idee rein, dass es dann nicht funktioniert. Ja? Auf die Art und Weise sind zum Beispiel, also wenn ihr jetzt immer hört, oder häufiger mal hört, die AfD sei ja eigentlich gegen die Corona-Maßnahmen gewesen, hätte aber an einigen Stellen auch für Maßnahmen gestimmt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Nicht ganz am Anfang. Auch währenddessen gab es bestimmte Dinge, wo die AfD dafür gestimmt hat. Wie ist das passiert? Sie haben einfach bei den Gesetzgebungsverfahren mehrere Gesetze miteinander kombiniert. Ja? Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel für die AfD ist es eine Herzensangelegenheit, sage ich mal, diese Bezahlkarte. Ja, also dass es nur noch eine Bezahlkarte für Migranten gibt. So, und dann wird im Prinzip ein Thema, was nicht Thema der AfD ist, mit dieser Bezahlkarte gekoppelt, sodass die AfD im Prinzip dann sich überlegen kann, stimmen wir gegen die Bezahlkarte, dass dann unserer Klientel gesagt wird, guck mal, die AfD hat gegen die Bezahlkarte gestimmt, oder stimmen wir für die Bezahlkarte und nehmen ein anderes Thema mit, was wir eigentlich nicht mögen. Ja, also sie sind immer in der Schwierigkeit, sich dazu zu entscheiden. Und das machen, so funktioniert Politik. Der zweite Teil deiner Frage war, du willst ja gar nicht die Inhalte, also es geht um die Inhalte. Die Verfassungsänderung, die wir hier vorschlagen, ist eine reine strukturelle Verfassungsänderung. Da sind keine Inhalte drin. Da geht es nur darum, für die Zukunft, dass für die Zukunft die Bürger mitbestimmen und Gesetze stoppen können, Regierungen wieder abwählen können und so weiter. Das ist das Einzige, worum es geht, da sind keine Inhalte. Ne? Die Inhalte kommen dann später dazu. Also aus meiner Sicht wäre der erste Schritt, erstmal die Macht an sich zu reißen. Der zweite Schritt wäre, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu reformieren, weil genau das, was du gesagt hast, sonst würde immer dieser Einfluss von außen kommen. Aber das kann man dann machen, das sind aber Einzelfragen hinterher. Und ich wollte noch einen Punkt sagen, weil viele Leute sagen, also jetzt ist er weg, sammelt's gerade, ich wollte eine Sache noch sagen. Viele Leute schätzen die direkte Demokratie falsch ein. Also da wird dann immer gesagt, ja guck mal, in der Schweiz haben sie doch auch den Covid-Pass eingeführt, obwohl doch da eine direkte Demokratie war. Was man nicht vergessen darf, in der Schweiz, A, ist natürlich auch dort der Mediendruck da, aber B, die Regierung in der Schweiz hat, bevor darüber abgestimmt wurde, die Maßnahmen massiv abgesenkt, hat ganz viele Maßnahmen rausgenommen, hat also das Leben der Menschen in der Schweiz erheblich erleichtert in der Covid-Zeit, damit sie überhaupt die Chance hatten, dass dieser Covid-Pass durchkommt. Das heißt also, sie haben quasi dennoch in der Schweiz nie so harte Maßnahmen gehabt wie bei uns, weil sie durch die direkte Demokratie fürchten mussten, dass ihre Politik scheitert. Ja, und das ist der Vorteil einer direkten Demokratie. Man wird niemals zu 100% das durchkriegen, was man selber will. Aber die... Bitte? Es kommen gar keine dummen Sachen, die da eigentlich gebracht werden. Weil sie genau wissen, die fallen nicht mehr durch. Genau. Die Politiker sind viel vorsichtiger. Alleine dadurch, dass man die Chance hat, dass die Bevölkerung kontrollieren kann, sind die Politiker viel vorsichtiger. Also das, was die Esken gemacht hat, nämlich die Leute als Covid-Idioten zu bezeichnen, das wäre in der Schweiz nicht passiert. Weil wer das in der Schweiz gemacht hätte, wäre relativ schnell abgewählt worden. Ja. Hallo ihr Lieben. Wir haben am 21. Mittwoch, den 21.8., den Dr. Stefan Langa hier in Plauen
und zwar Sportplatz Nord. Anmeldung halt jetzt so spontan über mich oder dann über Telegram, über den Vogtland-Kanal Vogtland diskutiert. Da findet ihr dann auch den Link. Und ab 17.30 Uhr, 19 Uhr geht's los und einen Kostenbeitrag von 18 Euro. Okay, Dankeschön. Ja, danke. Ja, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Jetzt entlasse ich euch quasi mit Hausaufgaben, nämlich meldet euch da an, werdet Teil des Teams. Ich schätze mal, also ihr werdet natürlich vorher angeschrieben, aber ich schätze mal, dass es so in 3-4 Monaten etwa dann richtig losgeht. Wir müssen jetzt erstmal eben sammeln, wir müssen erstmal viele werden und müssen uns darauf verständigen, wie wir das machen. Aber die gute Nachricht ist, es gibt eine Möglichkeit, ja? Anders als im Grundgesetz, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, wie es heißt, das diese Möglichkeit nicht bietet, hat die sächsische Verfassung, so wie jede Landesverfassung in Deutschland, diese Möglichkeit. Das heißt, über jede Landesverfassung können die Menschen die Macht an sich nehmen. Und die Idee, die übrigens dahinter steckt, ist, dass wir es schaffen, alle Landesverfassungen zu ändern, dadurch Einfluss auf den Bundesrat zu haben und dann über den Bundesrat auch das Grundgesetz zu ändern, damit die gleichen Regelungen auch ins Grundgesetz kommen. Auch das Grundgesetz muss aus meiner Sicht zu einer Verfassung erhoben werden. Eine Verfassung hat einen Souverän und aktuell ist der Souverän des Grundgesetzes der Bundestag zusammen mit dem Bundesrat, weil nur souverän kann nur derjenige sein, der die Regeln ändern kann. Und die Regeln des Grundgesetzes können nicht die Menschen ändern. Die Deutschen haben keine Möglichkeit, die Regeln des Grundgesetzes zu ändern. Das kann nur der Bundestag mit dem Bundesrat mit jeweils 2/3 Mehrheit. Das heißt also, der Souverän, der, wenn man definiert als Souverän derjenige, der die Regeln ändern kann, ist auf Bundesebene das Parlament und der Bundesrat. Auf sächsischer Ebene ist es das sächsische Staatsvolk, weil ihr könnt das. Ihr könnt es jederzeit ändern, indem ihr die sächsische Verfassung ändert. Und damit hat Sachsen einen Souverän, anders als die Bundesrepublik Deutschland. Und diese Macht an sich zu nehmen und zu sagen, wir wollen das jetzt ändern, das ist natürlich eine große Herausforderung und die werden uns bestimmt auch Hürden in den Weg legen. Aber wir können es, und wenn wir es einmal geschafft haben, die Regeln so weit oder die Hürden so weit abzusenken, dass wir es in Zukunft häufiger machen, dann werden wir lernen müssen, wie wir mit direkter Demokratie umgehen. Das haben wir nämlich bisher noch gar nicht gehabt. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf und ich freue mich darauf, dass wir dann möglicherweise eine andere Zeit haben. Es ist, glaube ich, dennoch, wir haben nicht mehr viel Zeit, weil die andere Seite zieht die Agenda 2030 und die Folgeagenten, die ziehen die brutal durch. Ich habe das vor kurzem gesagt, wenn wir sehen, also ich bin hier durch Sachsen gefahren, ich sehe an vielen Ortsschildern jetzt so rote Schilder mit irgendeiner Tierpest, Geflügelpest, Schweinepest, irgendwas. Das dient dazu, um die Tiere zu töten. Es geht darum, die Nahrungsmittel wegzuschaffen, weil das nächste große Geld, ja, wir haben jetzt mit mRNA-Pharmazeutika unglaublich viel Geld gemacht, jetzt neigt sich der Krieg dem Ende, es gibt schon Friedensverhandlungen, das wissen wir, dass die Amerikaner und die Russen miteinander über Frieden verhandeln, das heißt, demnächst ist einfach, ne, die ganzen alten Waffensysteme sind jetzt einfach kaputt gemacht, neue Waffensysteme werden gebaut, das heißt, das Geld machen mit dem Krieg ist vorbei, jetzt brauchen wir das nächste Thema und das nächste Thema wird sein die Ernährung. Das heißt also, wie schafft man es, Insektenmehl, künstliches Fleisch und so weiter an den Mann zu bringen, indem man natürlich die anderen Lebensmittelprodukte zerstört. Und wie kann man die anderen Lebensmittelprodukte zerstören? Indem man Tierseuchen hat. Ja, mit Tierseuchen werden Tiere gekeult, Tiere getötet und dann gibt es eben nicht mehr genug Lebensmittel. Ist dann auch gleichzeitig wieder natürlich ein guter Anlass, dass die Menschen dann wieder eine kriegerische Auseinandersetzung führen. Und am Ende verdienen immer wieder bestimmte Eliten, die dahinter stehen, die immer wieder an diesen Dingen Geld verdienen. Und das Einzige, wie wir uns denen in den Weg stellen können, ist, dass wir sagen, nicht mehr die Macht. Der Horst Seehofer hat es so wunderbar gesagt, ne, die wir wählen, entscheiden nicht und die entscheiden, wählen wir nicht. Also packen wir das doch zusammen, seien wir doch diejenigen, die entscheiden, indem wir einfach mit der Macht unserer Souveränität die Entscheidungsmacht zu uns holen und sagen,
Uns ist völlig egal, wer dahinter steht, weil wir entscheiden. Und dann können sich, wir hatten es hier stehen, ne, jemand hat es geschrieben, Lobby, dann können nämlich die Lobbyinteressen, die Macht ausüben auf die Politiker, können dann machen, was sie wollen, weil wir jederzeit Nein sagen können. Und dann wird es nämlich erheblich schwerer, das zu machen. Und da würde ich mich freuen, wenn wir das zusammen hinkriegen, wenn wir alle die Ärmel hochkrempeln und vielleicht uns hier in einem Jahr wiedersehen, dann die nötigen Unterschriften zusammen haben und sagen, dann fangen wir hier in Sachsen damit an, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Vielen Dank. Also ich würde sagen, wir sind bestärkt worden, Hoffnungsschimmer. Wir haben Aufgaben vor uns, es an die anderen Menschen heranzutragen, uns selber vielleicht Gedanken zu machen im Detail, was können wir noch im Detail ausschmücken, wie wird es besser? Auf alle Fälle, ich denke, Veranstaltung, die uns durchaus Hoffnung gibt und Kraft gibt. Und deswegen mal einen großen Applaus nochmal von Ralf Ludwig. Danke für den Einsatz. Ich würde damit die Veranstaltung für beendet erklären.